So, Kaffee ist schon wieder fertig und bei jedem Video, das ich momentan mache, trinke ich meinen Kaffee. Meine zwei Tassen Kaffee, besser gesagt. Und, aber nicht bei jedem mache ich diesen Vorspann, was du schon mal gesehen hast. Weil wenn ich das öfters machen würde, würde es sehr langweilig werden für dich. Deshalb mache ich öfters mal keinen Vorspann, so wie ich bei diesem Video oder bei dem allerersten Video oder vorher zweiten Video. Genau. Ich habe aber für dich heute drei Tipps für die Heißakquise. Und was bedeutet die Heißakquise? Und wie mache ich die Heißakquise? Erfährst du in dem nächsten Video. Nach diesem Vorspann, ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video und lass uns losgehen. Let's go! Heißakquise. Über dieses Thema gibt es sehr wenig im Netz. Im Netz gibt es nur über Kaltakquise und so weiter und so fort. Aber über die Heißakquise gibt es noch sehr wenig. Was heißt überhaupt Heißakquise und was bedeutet Heißakquise und wie machst du Heißakquise und wie ich es mache, und ich habe für dich drei Tipps. Dazu erkläre ich dir in diesem Video. Vor allem erstmal, was ist eigentlich Akquise in der Businesswelt? In der Businesswelt ist quasi die Akquise bzw. die Kaltakquise. Man ruft Kunden an und unterbreitet am Telefon sein Angebot, seine Dienstleistung, sein Produkt oder. Quasi ganz kalt, ganz klassisch und quasi, dass der Kunde dann dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen muss. Das grob zu der Kaltakquise. Wenn du dann mehr haben möchtest, kann ich gerne nochmal separat ein Video aufnehmen über die Kaltakquise, wie man davor geht. Aber kommen wir mal zur Heißakquise. Und ich bin ein Freund momentan von der Heißakquise, weil der Kunde, wo quasi Bedarf hat, kommt ja zu dir und schreibt dir ja irgendwo. Egal wo es ist, per E-Mail, per WhatsApp oder. Und da bin ich ein Freund davon. Weil er schon ja Bedarf hat, weil du ja nicht so der große Bedarfsermittlung machen musst. Weil du musst nur quasi auf den Bedarf von dem Kunden eingehen und quasi dein Produkt an ihm oder deine Dienstleistung direkt gleich verkaufen. Genau. Und wie du das Ganze machst, über auch Social Media, habe ich wirklich gesagt, drei wundervolle Tipps. Zuerstens, kennst du ja schon die 7-Kontakte-Regel? Die 7-Kontakte-Regel kannst du vergessen. In der heutigen Zeit brauchst du 100 Kontakte, um dein Angebot oder deine Dienstleistung zu verkaufen. Und wie du diese 100 Kontakte machen kannst, kannst du quasi über Social Media, indem du quasi auf Social Media aktiv bist, indem du quasi 70 oder 100 Beiträge am Tag posten tust, nicht kontinuierlich, sondern geplant oder quasi zwei Beiträge an einem Tag und dann quasi in die Argumentation gehst, quasi in die Kommentare gehst und quasi deinen Kunden da Feedback hinterlässt. Und ja, ignoriere keine Kommentare, sondern tu sie wahrnehmen und tu sie für dich umsetzen. Denn jedes Kommentar ist ein kaufender Kunde. Hast du dir schon mal überlegt? Jeder Kunde, wo liked, jeder Kunde, wo kommentiert, der möchte mit dir irgendwie ins Geschäft kommen. Egal, ob du jetzt Facebook als privat hast oder Instagram als privat hast, aber da möchte jeder Mensch mit dir irgendwie ein Geschäft machen.
egal was für ein Geschäft. Deshalb solltest du da agieren. Schätze jede Person, die sich für dich interessiert, und interessiere dich natürlich auch für die Person. So, kommen wir dann mal zu den drei Tipps. Rede und schreibe mit den Menschen und gehe auf den Dialog ein. Hilf ihnen in den Kommentaren, schreib ihnen ein längeres Kommentar, längere Tipps, längere Feedbacks. Wenn einer sehr viel schreibt, dann spreche eine Sprachnachricht auf und schick die Sprachnachricht an ihm und hilf ihm, wo es geht, und frag ihn in der Sprachnachricht, bedank dich bei ihm. Und als allerletztes, und das ist der Game Changer, organisiere Treffen mit ihm. Frag ihn in der Sprachnachricht, in der zweiten Sprachnachricht besser gesagt, wie es aussieht mit einem Essen oder einem Kaffee. Biete es an. Und das natürlich ganz kostenlos. Ja, in der heutigen Zeit natürlich kannst du das über Zoom machen oder über FaceTime oder über WhatsApp oder. Kannst du quasi so auch quasi mit deinen Kunden kommunizieren. Geh immer in Vorleistung, gebe Tipps und Ratschläge, denn es kommt darauf an, immer auf dein Wie. Wie möchtest du ihm helfen und was möchtest du ihm helfen und so weiter. Du möchtest ja quasi der anderen Person helfen, indem du, was ihr gibst, weitergibst. Deshalb hör auf kalter Akquise, setz auf warme Akquise. Geh und schau deine Kommentare an und geh auf die Kommentare ein. Egal in welchem Social Media Kanal du bist, ob auf Facebook, Xing, LinkedIn, geh auf die Kommentare ein und kommentier zurück. So, und dass du quasi da deinen Kunden abholst zu dir und verabrede dich auch mit deinen Kunden, kannst du ja quasi, wie gesagt, übers Digital machen oder quasi, wenn man wieder sich treffen kann, offline, dann verabrede dich mit ihm zu einem Essen oder zu einem Kaffee. Aber schau, dass du quasi deine Fans zum Beispiel auf Facebook, Instagram quasi zu deinen Kunden machst.